Hallo und willkommen zurück zu Darkest Dungeon. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, bei mir hat sich die Lage langsam wieder normalisiert. Die Krankheit nimmt langsam ein Ende. Alles Weitere für die Schule ist erstmal organisiert. Das heißt, ich kann jetzt auch glücklicherweise wieder anfangen, andere Spiele zu spielen. Ja, beim letzten Mal, wir haben ordentlich einstecken müssen. Einer unserer Helden ist gestorben. Der Narr hat leider den Löffel gereicht. Die anderen haben mächtig einstecken müssen. Aber alles in allem haben wir uns ganz gut geschlagen und vor allem haben wir einen Boss besiegt. Das müssten wir eigentlich zusammenkriegen. Ja, Helden der Stufe 1. Der Konzentration, das klingt alles nicht uninteressant. So. Stress 100, ja. Stufe nach Klasse. So. Möchte mir erstmal in Ruhe ansehen, was wir überhaupt haben. Das war vorher doch noch nicht da, oder? Naja, das werden wir schon herausfinden. Das Spiel hat das ein oder andere Update bekommen. Oh, Giftmischerin, Grabräuber. 1, 2, 3, 4. Wir haben irgendwen anders verloren, würde ich glatt sagen. Okay, wir haben auf jeden Fall genügend Geld. Wie sieht's hier aus? Antiquarin, ha? Okay. Dann schauen wir mal. Fleckfieber, Widerstand gegen Gift, Hauch verringert. Denke mal, mit ihr früher dran zu sein oder mit ihr besser auszuweichen. Ich denke mal, das kommt so besser. Besessen von Selbstverehrung. Okay, wir schauen uns erstmal an. Ich dachte, eventuell würde das erklärt werden, aber was das bedeutet. Aber das finden wir schon raus. Also gut, wir stellen jetzt ein... Ach, das ist bestimmt wegen der Dorffähigkeit zusätzliche Tugend. Okay. Prinz der Schweine...
Mit Lehrling. Lang Lehrling. Dann brauchen wir jemanden für Position 2. Ja, du bist eher jemand für Position 1, aber der Stress ist dann natürlich auch wieder... Ja, warum nicht? Wir müssen auch mal ein bisschen Abwechslung immer wieder reinbringen. Deswegen nehme ich auch erstmal den kurzen, damit wir die Einsteigerleute erstmal ein bisschen trainieren können. Ihr arbeitet alle zusammen, das ist gut. Ansonsten komme ich nämlich mal nie dazu, den einzusetzen. Du hast gar keine Ausrüstung, das finde ich aber gar nicht schön. Ah, okay. Nur ein Gegenstand. 19 Ausweichen, das ist gar nicht schlecht. Du bist ausgerüstet, auch mit dem Plus auf Heilfähigkeiten. Gut. Jeden Fall die Investition wert. Ah, du bist noch zu niedrigstufig. Ja, kriegst aber auf jeden Fall stärkende Melodie. Na, haben wir da wohl wegen vergessen auszurüsten. Oh, du hast. Okay. Upgraden können wir da noch nichts. Bei dir. Das haben wir. Upgrade auf giftige Dämpfe auf jeden Fall. Mhm.
Ja, hier möchte ich eigentlich auch das ein oder andere. Okay, verbringen wir also wieder viel Zeit mit Aufrüsten, aber... Das hat ja durchaus seine Berechtigung, weil was nützt uns das ganze Geld, wenn es zu Hause verrottet und unsere Leute unterwegs halt sterben. So, dann... Dir möchte ich eine Pause gönnen. Sehen, welche Krankheit hast du? Schüttelfrost. Ja, komm, du gehst dich trotzdem erstmal eine ordentliche Runde betrinken. Und ansonsten sind wir jetzt fast fertig. Erstmal was verbessern oder... Ich würde sagen, wir ziehen jetzt erstmal los. Wir haben unser Team, alle sind ausgerüstet. Eher weniger Gift. Die müssten so reichen. Sage ich jetzt einfach mal. Wahrscheinlich verschätze ich mich katastrophal und... Na, solche Dinge passieren halt. These salt-soaked caverns are teeming with pelagic nightmares. They must be flushed out. Oh ja, das habe ich letztens noch gelesen. Die Kamera macht Autopositionierung. Das ist eigentlich gar keine schlechte Sache. War mir natürlich klar, dass der... daneben. Mal so versuchen, das Stressniveau unten zu halten. Bye bye. Unforeseen. Unforgiving. Nee, das trifft den. Press the
them no quarter. Their formation is broken. Maintain the offensive. Ui, ui. Das fängt ja schon mal gut an. A handsome reward for a task well performed. Und? Oh, nehmen wir gerne. Ja, da wir niemanden haben, der geschickt darin ist, Fallen zu entdecken. With a singular purpose. Oh, hat sich sogar noch ein bisschen mehr drin versteckt. Was ist das hier? Basrelief. Ah. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nichts. Natürlich. Skorbut auch noch. Na verdammt, nur eins. Was macht es denn? Gegen Bluten, gegen... Hier wird auch keiner sterben. Gut. Ich wollte nämlich vermeiden, dass der mal wieder explodiert. Das können die ja so gut. Mit einer adäquaten Menge an Upgrades ist die Heilfähigkeit auch absolut. Also, klar. Drei Punkte sind jetzt nicht die Welt, aber... Immer gut auf den Stress aufpassen. Erstmal, der kann sich selber um Stress kümmern. So. Du räucherst dich mal selber. Das war mir schon klar, dass das kommt. Continue the onslaught. Destroy them all. Das zeigt. Du reduzierst deinen Stress. Du? Confidence surges as the enemy crumbles. Schaut es den mal aus.
Steine. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Wir sind hier noch nicht fertig. Ich hatte schon so eine Ahnung. Ansonsten sind unsere Leute noch ganz fit dabei. Ja. Dann lasst sie essen. Dafür haben wir das Zeug ja schließlich eingepackt. Passt natürlich gut, dass wir genau die Sachen finden, die wir so gerne haben wollten. Schön, die sind neu. The light, the promise of safety. Wenn das alles ist. Okay. Carelessness will find no clemency in this place. Die Verletzungen sind nicht so wild. Den ausschalten. Okay, die Episode ist vorbei, aber den Dungeon machen wir jetzt auf die Schnelle noch fertig. Mist. Die paar Schritte kriegen wir jetzt auch noch erledigt. Da sehe ich nicht, warum wir da... Außerdem, dieser Kampf wird auch nicht lange dauern. Ja, ja, hau ruhig auf den, der sowieso dauernd am Regenerieren ist. Ja, guter Schlag. Und der... explodiert natürlich. Ja, wirkt. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Gut, dann haben wir jetzt auch das Ende erreicht. Ja. Dann werden wir uns das Ergebnis angucken. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt's in der Videobeschreibung. Ja, und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.